Der Wohlfahrtsstaat ist lediglich eine Methode, um eine Marktwirtschaft Schritt für Schritt in Sozialismus zu verwandeln. Ludwig von Mises. Was bedeutet Wohlfahrtsstaat überhaupt? Es bedeutet der Staat des Guten, der Staat, der Wohlergehen produziert. Damit impliziert er, dass jeder Gegner des Wohlfahrtsstaates auch ein Feind des Wohlergehens des Einzelnen ist. Der Name Wohlfahrtsstaat wurde in Deutschland erfunden, um Interventionspolitik und Absolutismus der Regierung zu tarnen und zu rechtfertigen. Im Deutschen Bund des frühen 19. Jahrhunderts bezeichneten sich die Staaten, die heute als nichts anderes als Polizeistaaten bezeichnet werden würden, als landesfürstliche Wohlfahrtsstaaten. Die Befürworter staatlicher Intervention ließen sich diesen Begriff einfallen, um das echte Wesen dieser Staaten zu verhüllen. Der ursprüngliche Plan des sozialistischen Handelns, wie er von Karl Marx 1848 im Kommunistischen Manifest entwickelt wurde, zielte auf eine schrittweise Verwirklichung des Sozialismus durch eine Reihe von staatlichen Maßnahmen ab. Die 10 wirkungsvollsten dieser Maßnahmen wurden im Manifest aufgezählt. Sie sind jedem bekannt, denn es sind genau die Maßnahmen, die den Kern der Aktivitäten des Wohlfahrtsstaates, der deutschen Sozialpolitik Bismarcks, Kaiser Wilhelms sowie des amerikanischen New Deal und des britischen Fabian Socialism bilden. Diese Politiken erreichen niemals die angeblich segensreichen Ziele, die die Regierungen und die selbsternannten Progressiven, die sie befürworten, erreichen wollten, sondern führen im Gegenteil zu einem Zustand, der, aus der Sicht der Regierung und ihrer Befürworter, noch unbefriedigender ist als der vorherige Zustand, den sie verbessern wollten. Wenn die Regierung ihren ersten Eingriff nicht zurücknimmt, sieht sie sich veranlasst, ihn durch weitere Eingriffe zu ergänzen. Da diese wiederum scheitern, wird weiter in die Wirtschaft eingegriffen, bis alle wirtschaftliche Freiheit praktisch abgeschafft ist. Es entsteht das System der allseitigen Planung, das heißt, der Sozialismus, wie er im Ersten Weltkrieg mit dem deutschen Hindenburg-Plan angestrebt und später von Hitler nach seiner Machtergreifung und vom britischen Koalitionskabinett im Zweiten Weltkrieg verwirklicht wurde. In diesem System, das gemeinhin als Planung oder in Kriegszeiten als Kriegssozialismus bezeichnet wird, bleiben die verschiedenen Betriebe und Farmen äußerlich scheinbar getrennte Einheiten. Aber sie werden vollständig und bedingungslos den Anordnungen der obersten Planungsbehörde unterworfen. Jeder Bürger, unabhängig von seiner Stellung im Wirtschaftssystem, ist verpflichtet, in strikter Übereinstimmung mit den Anordnungen der Planungsbehörde zu arbeiten. Sein Einkommen sowie der Betrag, den er für seinen Konsum ausgeben darf, wird ausschließlich durch diese Anordnung bestimmt. Einige Bezeichnungen und Begriffe des kapitalistischen Systems mögen beibehalten werden, aber unter den veränderten Bedingungen bedeuten sie etwas ganz anderes als in der Marktwirtschaft.